Razzia bei einem Handelsunternehmen in München. Zollbeamte durchsuchten heute Morgen den Firmensitz, beschlagnahmten Akten. Das Unternehmen ist Teil eines russischen Firmennetzes, das auch in Kriegszeiten massenweise Technologie nach Russland schaffte. Guten Abend und willkommen bei Monitor. Es ist ein Netzwerk, dem auch wir seit Monaten hinterher recherchieren. Und der Grund für diese Recherche liegt natürlich hier in der Ukraine, wo sich die Lage erneut zuspitzt. Die Raketenangriffe auf Kiew und viele andere Ziele nehmen wieder zu. Vielleicht der Anfang der gefürchteten russischen Winteroffensive. An Nachschub bei den Waffen scheint es Russland jedenfalls nicht zu mangeln. Denn noch immer gelangen westliche Bauteile für die russische Waffenproduktion fast ungebremst nach Russland. Mikrochips, Prozessoren und so weiter. Ukrainische Forensiker finden sie dann in solchen Waffenteilen. Und da fragt man sich doch, wie ist das immer noch möglich? Das haben Andreas Maus, Julius Baumeister und Veronique Gantenberg gemeinsam mit einem internationalen Team recherchiert. Auf der Spur eines russischen Firmennetzes, das auch nach Deutschland reicht. Gestern am frühen Morgen. Russische Raketen detonieren über Kiew. Wieder trifft es Unschuldige, wieder sinnlose Zerstörung. Russland überzieht die Ukraine seit Wochen erneut mit massiven Angriffen. In Propagandavideos demonstriert Putins Armee Stärke, auch mit hochmoderner Waffentechnik. Wie etwa der Langstreckenrakete KH-101. Mit ihrer Tarnkappentechnik ist sie schwer auszuschalten und verfügt über eine enorme Zerstörungskraft. Hier im Institut für Forensik in Kiew untersuchen Alexander Wysikan und sein Team die russische Kriegstechnik. Hier, das sind Teile der Iskander-M-Rakete. Und dieses Teil ist von der KH-101, einer Langstreckenrakete. Und es zeigt sich, in fast allen modernen russischen Waffen werden elektronische Bauteile entdeckt, die Russland aus dem Westen importiert hat. Das sind russische. Und das sind alles ausländische Komponenten. Und hier, diese elektronischen Teile, sind von Texas Instruments. Texas Instruments? Ja, die hier. Gemeinsam mit der niederländischen Sendung NewsUhr und dem britischen Think Tank RUSI wollen wir wissen, wie Russland noch immer an diese Güter kommt. Russland benötigt unter anderem Mikroelektronik, Mikroprozessoren und GPS-Komponenten. Eine Vielzahl von Dingen, die in Waffen eingebaut werden und die sie in großen Mengen verlieren. Diese müssen ersetzt werden. Diese Verluste mit neuer westlicher Technik zu ersetzen, scheint für Putins Militär kein Problem. Und das fast 2 Jahre nach Kriegsbeginn. Wie kann das sein? Unsere Recherche beginnt hier in Moskau. Hier folgen wir einem Hinweis auf ein russisches Unternehmensnetzwerk, das bis nach Deutschland reicht. In diesem Gebäudekomplex hat das Unternehmen Compel seinen Sitz. Es ist nicht irgendein Unternehmen, sondern einer der wichtigsten russischen Importeure von elektronischen Waren. An der Spitze von Compel ist dieser Mann, Boris R. Sein Unternehmen wurde im Juli von den USA sanktioniert. Uns teilt Compel auf Anfrage mit, man beliefere nur zivile Unternehmen. Doch Daten von Compel, die das Londoner Institut RUSI analysiert hat, zeichnen ein anderes Bild. So hat Compel von etlichen russischen Unternehmen zwischen Januar 2022 und Januar 2023 Zahlungen für Produkte bekommen. Etwa von NIIT, einem Institut für Informationstechnologie, das zahlreiche Rüstungsunternehmen beliefert, ebenso wie Testkomplett. Beide Unternehmen wurden durch die USA sanktioniert. Wir haben Hinweise gefunden, dass viele dieser Unternehmen direkte Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex Russlands haben, einschließlich zu Rostec, dem größten staatlichen Rüstungskonzern. Wir glauben also, dass viele der Komponenten, die aus unseren Ländern, aus Europa importiert wurden, bei Unternehmen gelandet sind, die direkt zum Krieg in der Ukraine beitragen. Technologie aus dem Westen, die über die Moskauer Firma Compel möglicherweise in russischen Waffensystemen landet? Ein schwerer Vorwurf. Fakt ist, um elektronische Güter zu importieren,
hat Kompel schon vor Jahren ein internationales Netzwerk von Firmen aufgebaut. Während unserer Recherche können wir Zolldaten aus Russland einsehen. Eine Spur führt darin auch nach Deutschland. Zu einer Firma in der Nähe von München, die WW Semicon GmbH. Demnach lieferte WW Semicon seit Jahren elektronische Waren an Kompel. Von Herstellern wie Texas Instruments, Infineon und anderen. Mit Umsätzen in Millionenhöhe, hunderte Lieferungen, auch noch dieses Jahr. Viel ist im Netz über WW Semicon nicht zu erfahren. Wir fragen uns, was sind das für Lieferungen? Was sagt die Firma zu Vorwürfen, dass ihre Lieferungen möglicherweise in russischen Waffen landen? Da wir auf wiederholte Anfragen keine Antwort bekommen, fahren wir nach Bayern. Hier in Grasbrunn hat WW Semicon seinen Sitz. Im ersten Stock gibt es ein Büro. Aber wir treffen niemanden an. Wir recherchieren weiter. Die Zolldaten zeigen, WW Semicon liefert offenbar überwiegend an Kompel. Und darüber hinaus gibt es enge persönliche Verflechtungen zwischen Kompel in Moskau und Boris R. sowie WW Semicon in Deutschland. Eine Gesellschafterin von WW Semicon ist laut Handelsregister ausgerechnet die Tochter von Boris R., dem Kompel-Chef. Ein weiterer Gesellschafter hat früher bei Kompel gearbeitet. Gleichzeitig ist er als Geschäftsführer einer Niederlassung von WW Semicon in Bratislava eingetragen. Bratislava, auch die Stadt, taucht in den Daten immer wieder auf. Wir fahren in die slowakische Hauptstadt. Vielleicht erfahren wir hier mehr über die Lieferungen von WW Semicon an Kompel. Zu der Niederlassung gehört offenbar auch ein Warenlager. Hallo, ich bin vom deutschen Fernsehen. Ich würde gerne jemand vom Management von Semicon sprechen. Und kurz darauf erscheint die Geschäftsführerin von WW Semicon aus Deutschland. Unsere Anfragen habe sie nicht bekommen, sagt sie. Ihre Lieferungen an Kompel seien alle legal gewesen und mit den Zollbehörden abgestimmt. Man habe keine Sanktionen verletzt. Sie sei bereit, auf alles zu antworten, heute allerdings nicht. Ich brauche da auch Zeit. Das Lesen grundsätzlich vorbereitet, nicht oberflächlich. Es ist nicht in meinem Interesse, dass es oberflächlich kommt, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema. Aber auch später beantwortet sie unsere konkreten Fragen nicht. Etwa, ob sie ausschließen kann, dass die Waren beim russischen Militär landen. Fest steht, auch legale Lieferungen können ein Problem sein, sagen Fachleute. Zum Beispiel solche Bauteile, die in russischen Raketen und Drohnen gefunden wurden. Doch möglicherweise geht es bei Lieferungen von WW Semicon an Kompel auch um mehr. Bei weiteren Recherchen in den Zolldaten fallen uns Waren kurz auf, die offenbar zum Zeitpunkt der Lieferung von der EU sanktioniert waren. Wir zeigen die Daten Bärbel Sachs, Expertin für Sanktionsbestimmungen, und bitten sie um eine Einordnung. Auf der Basis der Daten, die wir gesehen haben, haben wir gesehen, dass es sich um Waren handelt, die Zolltarifnummern haben, die klar unter das Embargo fallen. Das heißt, die Lieferung nach Russland und auch die Lieferung innerhalb Russlands sind verboten und verstoßen gegen das Embargo. Wurden also doch Waren exportiert, deren Ausfuhr verboten war? Wir fragen wieder bei WW Semicon nach und erhalten wieder keine Antwort. Viele Lieferungen an Kompel gingen laut Daten über ein Drittland. Auch ein Teil der Verdächtigen. Und über ein Unternehmen, das auch zum Kompel-Netzwerk gehört. Finder Technology Limited. Der Sitz des Unternehmens ist tausende Kilometer entfernt in Hongkong. An der Spitze von Finder dieser Mann, Alex S. Alex S. war auch Gründer und Gesellschafter von WW Semicon in Deutschland. Auch von Finder Technology bekommen wir keine Antworten zu Lieferungen an Kompel und möglichen Sanktionsverstößen. Ein weltweites Firmennetzwerk, schwer zu durchschauen. Die Kontrolle solcher Lieferketten funktioniere schlecht, sagen Kritiker, vor allem wenn Lieferungen über Drittstaaten gingen. Es gibt große Lücken in der Überwachung. Natürlich brauche ich eine ganz starke Vernetzung zwischen Auslandsaufklärung, zwischen Finanzbehörden, also der Banken- und Finanzmarktaufsicht, der Zollbehörden. Aber wir haben keine zentrale Behörde, die für die Überwachung der Sanktionen wirklich zuständig wäre. Die EU ist da erst in den
Kinderschuhen. Keine zentrale EU-Behörde und große Lücken in der Sanktionsbekämpfung. Auch darum geht es aktuell beim EU-Gipfel in Brüssel. Ausgerechnet Deutschland bremste hier zuletzt. Unter anderem bei der Frage, ob künftig nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten auf Sanktionslisten gesetzt werden können, wenn sie Sanktionsumgehungen ermöglichen. Deutschland war dagegen. Das zeigen vertrauliche Dokumente, die Monitor vorliegen. Auf Sanktionslisten sollten demnach nur Unternehmen, nicht Staaten gesetzt werden können. Eine Haltung, mit der die Bundesregierung andere EU-Länder verärgerte. Die hielten dazu fest: Die zentrale Säule des 11. Paketes werde dadurch geschwächt. Die Möglichkeit, Staaten zu sanktionieren, sei damit praktisch vom Tisch, sagen Kritiker. Die Bundesregierung weicht durch ihr Vorgehen das Sanktionsregime auf und spaltet damit auch die Europäische Union, weil die Länder, die östlich von uns sind, das viel restriktiver sehen, weil sie auch die Bedrohung durch Russland viel deutlicher spüren und quasi auch sehr klar machen, was auf dem Spiel steht. Die Bundesrepublik lässt damit die Ukraine im Stich. Zurück zu WW Semikon. Heute Morgen tauchen plötzlich Beamte des Zolls auf und durchsuchen die Geschäftsräume der Firma. Beschlagnahmen Akten. Zu Details wollte sich die zuständige Staatsanwaltschaft gegenüber Monitor nicht äußern. Auch die Bundesregierung hat uns übrigens mitgeteilt, der Export von Elektronik über Drittstaaten sei eines der größten Probleme. Dann sollte man bei den Gegenmaßnahmen vielleicht nicht auf der Bremse stehen.